Thema Ansprechangst. Heute klären wir, wie du die Ansprechangst für immer loswirst. Viel Spaß beim Video. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Thema Ansprechangst. Eines der häufigsten Themen, das ich überhaupt bekomme, das glaube ich jeder Coach bekommt, als Frage von seinen Teilnehmern, von seinen Zuschauern. Das ist der eine Punkt, der die meisten Männer bewegt. Und der eine Punkt, der die meisten Männer davon abhält, das Leben mit Frau zu führen, das er gerne hätte. Na, die Ansprechangst stoppt dich halt an dem Punkt, wo du die Frau kennenlernen würdest. Und damit wird alles andere, was danach kommt, Dating, Sex, alle anderen Fragen werfen sich eben nicht auf, weil du diesen ersten Schritt schon gar nicht hinbekommst, die Ansprechangst nicht überwunden bekommst. Und ich möchte erstmal, dass du verstehst, warum so viele Leute Ansprechangst haben und warum viele der Tipps, die du in der Dating- und Flirt-Community kriegst, dir nicht dabei helfen, deine Ansprechangst loszuwerden, sondern dafür sorgen, dass sie noch stärker wird und du sie nicht los wirst. Du musst verstehen, Ansprechangst kommt daher, man könnte es vergleichen mit der Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod, warum haben Leute Angst vor dem Tod? Weil sie nicht wissen, was kommt, weil da ein großes Fragezeichen ist, ein Unbekanntes, in das man hineingeht. Man weiß vorher nichts darüber, es könnte alles Mögliche passieren. Und dieses Nichtwissen ist das, was Angst macht. Dieses Nichtwissen ist das, was viel oder was oft mit Angst zusammenhängt. In fast allen Fällen. Und genauso ist es hier auch. Die Tatsache, dass du nicht weißt, was passiert, wenn du die Frau ansprichst, dass es eine Ablehnung geben könnte, aber du weißt noch nicht, wie sieht die dann aus, wie wird sich das anfühlen, was werden die anderen Leute denken, was wird dann passieren? Die Tatsache, dass du nicht genau weißt, was passiert, wenn du eine Frau ansprichst und das auch nicht einschätzen kannst, egal wie gut du bist, selbst in meinem Level kann ich das nicht einschätzen, das macht hier also die Angst. Und jetzt ist es so, dass du in der Dating- und Flirt-Community oft Tipps bekommst im Sinne von, so schaffst du es, Ansprechangst zu, also du schaffst es, eine Ablehnung zu vermeiden. Weil das ist ja eigentlich der Punkt. Das ist ja auch die Angst vor der Ablehnung. Weil du weißt nicht, wie sie es anfühlt. Angst vor der Ablehnung, Ansprechangst. Diese beiden Sachen hängen eng zusammen. Und du kriegst halt in der Dating-Community immer wieder Ratschläge, die dir dabei helfen, dass du keine Ablehnung bekommst. Also wenn du es so und so gestaltest, wenn du es indirekt gestaltest, dann bekommst du keine Ablehnung. Wenn du so und so damit umgehst, wenn sie dich nicht küssen will, dann ist es keine Ablehnung. Es gibt also ganz viele Tipps, die dir sagen, hey, so entkommst du der Ablehnung. So entkommst du diesem unangenehmen Gefühl der Ablehnung. Das Problem ist jetzt aber, weil du immer wieder versuchst, diesem unangenehmen Gefühl der Ablehnung zu entkommen, hast du weiterhin Angst davor. Das ist wichtig zu verstehen. Je mehr du versuchst, keine Ablehnung zu erfahren, je mehr du versuchst, Ablehnung abzupuffern, dieses Gefühl abzupuffern, das nicht fühlen zu wollen, desto mehr hast du Angst davor. Weil du ja nicht weißt, wie fühlt sich Ablehnung jetzt an. Du weißt nicht, was passiert nach dem Tod. Wie wird sich das anfühlen? Wird sich das überhaupt irgendwie anfühlen? Was wird passieren? Du weißt diese Sachen nicht. Und je länger du diese Taktik fährst, desto wie kann ich es am besten schaffen, mit Taktik, mit Technik der Ablehnung zu entkommen? Wie kann ich es schaffen, dass ich meine Intention, dass die Frau mir gefällt, so indirekt wie möglich formuliere, damit es nicht passiert, dass sie mich ablehnt am Anfang des Gesprächs? Wie kann ich das schaffen? Wie kriege ich das hin? Wenn du diesen Weg gehst, wenn du diesen Denkweg gehst, dann wirst du immer Angst davor haben, dann wirst du immer Angst vor Ablehnung haben, ergo Ansprechangst. Denn diese beiden Sachen hängen, wie gesagt, unglaublich eng zusammen. Und wenn du jetzt also die Ansprechangst oder auch die Angst vor Ablehnung überwinden möchtest, dann gibt es nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, der dir durch alle Ängste hindurchbringt, und zwar, wie der Name schon sagt, durch Ängste hindurchzugehen. Du musst durch die Angst durch. Du musst dir diese aktiven Ablehnungen, du musst sie dir einladen. Ja, du musst dafür sorgen, dass du abgelehnt wirst. Und ich meine damit nicht zur Frau zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mich mal ablehnen, sondern im Sinne von, kommuniziere direkt mit der Frau. Frag die Frau auch gerne, also nehmen wir mal an, du hast eine Frau gedatet, ein paar Dates, und dann meldet sie sich einfach nicht mehr. Frag die Frau gerne, warum? Was hat dir nicht gefallen? Warum will sie dich nicht wiedersehen? Das ist unangenehm. Das ist die Ablehnung einladen. Und das wird dich scheiße anfühlen, aber bleib mal dabei, bleib mal bei dem Gefühl. Und wenn du die Ablehnung nicht mehr versuchst zu umgehen, dann hast du auch keine Angst mehr davor. Weil dann merkst du einmal, oh mein Gott, so fühlt sich Ablehnung an und denkst dir dann, ist ja gar nicht so schlimm. Das ist wie Achterbahnfahren, das ist das gleiche Prinzip. Ansprechangst, Angst vor Ablehnung, Achterbahnfahren, Angst vor der Achterbahn, das ist das gleiche Prinzip. Wenn du einmal mit der Achterbahn gefahren bist, denkst du dir danach, hä, so schlimm war es doch gar nicht. Dein Kopf macht es immer größer, als es eigentlich ist. Aber du kannst nicht davor weglaufen.
Ja, du kannst nicht im Freizeitpark rumlaufen und sagen, boah, ich fahre jetzt erstmal alle kleinen Achterbahnen, um ja die große Achterbahn nicht fahren zu müssen. Das ist das gleiche wie wenn du Taktiken und Techniken anwendest, um keine Ablehnung zu erfahren. Erfahr die Ablehnung, erfahr sie in ihrer vollen Härte, in ihrer vollen Stärke. Und dann wirst du merken, etwas ganz Interessantes. Dann wirst du merken, dass die Ablehnung überhaupt nicht schlimm ist. Dass das, wovor du die ganze Zeit Angst hattest, Ansprechangst, überhaupt nicht angstwürdig ist. Es muss überhaupt nicht sein, dass du davor so große Angst hast. Und dann hast du sie nicht mehr. Denn das, was vorher ungreifbar war, die Angst vor dem Tod, was passiert, Angst vor Ablehnung, Ansprechangst, was wird passieren, ist auf einmal greifbar geworden. Du hast das Schlimmste erlebt, was du hättest erleben können, nämlich die Ablehnung. Du weißt, wie sich die Ablehnung anfühlt. Also gibt es auch keinen Grund mehr, Angst davor zu haben. Du musst keine Angst mehr haben, denn du weißt bereits, was passiert. Leute hätten keine Angst vor dem Tod, wenn sie bereits genau wüssten, was passiert. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar für dich. Dinge, von denen wir wissen, Dinge, die wir einschätzen können, das sind Dinge, die machen uns keine Angst. Ein Tiger greift dich an und du hast keine Angst vor dem Tiger, weil du hast einen Tiger, den kannst du einschätzen, den kannst du konzeptualisieren. Du kriegst Angst, wenn der Tiger dich angreift, aber nicht wegen dem Tiger, sondern weil der Tiger dich töten kann und dann ist er wieder der Tod. Das ist die eigentliche Angst. Nicht der Tiger macht dir die Angst, der dich ja durchaus verletzen kann, denn den Tiger kennst du ja schon. Aber was der Tiger machen kann mit dir, das macht dir Angst. Das Unbekannte macht dir Angst. Deswegen stell dich dem Unbekannten, lad die Ablehnung in dein Leben ein und versuch sie nicht zu vermeiden. Und innerhalb kürzester Zeit wird keine Ansprechangst, keine Ablehnungsangst mehr da sein. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn du dazu Fragen hast, gerne in die Kommentare, Videovorschläge auch in die Kommentare. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich für ein Coaching für einen der letzten Sommerplätze bewerben. Unten rechts kommst du zu einem Video, das an dieses Video anknüpft. Deswegen schau unbedingt da vorbei, wenn du das Video hier gesehen hast und dir die Informationen gefallen haben. Ich wünsche dir noch einen richtig geilen Sonntag. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.